Ich verstehe es nicht so ganz. Würde man das auch mit Menschen machen, oder wie? Den die Hauptaktion relativ viel. Nee, würde man nicht. Okay, was ist da wirklich zwischen Mensch und Tier, dass man das bei Tieren machen darf? Das ist hier ganz offen. Wahrscheinlich, dass sie keine Achtung vor Tieren haben. Sie haben keine Achtung vor Tieren. Die Menschen jetzt. Ja, wahrscheinlich für Essen auch Tiere. Okay. Du isst auch Tiere, ja? Ja. Warum machst du? Also würdest du einen Menschen essen? Nee. Okay, und was ist für dich der Unterschied? Du hast auch keine Achtung vor Tieren. Oder ich weiß nicht, was ist denn dein Grund dafür? Wir verstehen das echt nicht. Seid ihr mir nicht haben? Ja, ja, weißt du, wir ernähren uns nämlich Photosynthese auf dem Mars. Also wir haben das gar nicht mehr. Ja, weiß ich nicht. Tiere haben vielleicht kein Gewissen und kann nicht so denken. Aber Menschen haben ja anscheinend auch nicht so viel Gewissen, oder? Naja, aber mehr als ein Tier, nämlich. Ja. Und ich glaube nicht, dass Tiere Moral haben. Okay. Also denkst du schon, es gibt ganz eindeutige Unterschiede zwischen Mensch und Tier, dass man sozusagen die unterdrücken kann? Ich denke, wir müssen heutzutage keine Tiere mehr essen. Aber ich denke, aus der Geschichte heraus blieb der Mensch nichts anderes übrig, als Tiere zu essen. Okay. Wann war es denn notwendig für den Menschen? In der Eiszeit wahrscheinlich. Und ich denke, das wird so. Aber das ist jetzt auch schon eine Weile her, oder? Ja, probier doch mal alle Menschen dazu zu bringen, dass sie keine Tiere essen. Ich glaube, das wird. Das wird bestimmt schwierig, aber keine Ahnung, wäre ja irgendwie das Gerechteste, oder? Ja. Ich werde auch noch eine Antwort. Also, ich habe kein Problem damit. Ich finde, die Pelze finde ich auch nicht mal. Aber zum Beispiel, weißt du, wenn du hier irgendwie einen Hund hast, also, hast du ein Haustier oder so? Nee. Magst du Tiere generell? Ja. Aber zum Beispiel, du willst ja jetzt auch keinen Hund essen. Oder? Weil ein Hund für mich menschlicher wirkt als ein Schwein wahrscheinlich. Okay, es wirkt menschlicher. Warum? Weil ein Hund Mitgefühl empfinden kann. Ein Schwein habe ich nicht. Okay, also ein Schwein ist für dich was ganz anderes. Ja. Okay. Aber du hast schon mal ein lebendes Schwein gesehen, oder? Ja, ich weiß nicht, wie Schweine aussehen. Die sehen auch ganz gut aus. Okay, und du meinst, die haben gar keine Gefühle und. Natürlich haben Tiere Gefühle, aber es ist trotzdem gleich. Ich mache mir da keine Gedanken drüber. Das ist wahrscheinlich leichter. Nein, das ist in Ordnung. Ja, alles klar. Na gut, dann noch einen schönen Tag, ja? Ja. Wir haben da gesehen, dass da ein Lederladen ist. Das sind ja an sich heute von Lebewesen. Bei uns auf dem Mars gibt es sowas nicht. Warum wird das auf der Erde gemacht? Die Tiere werden geschlachtet. Und dann ist wollen Sie mich auch kurz bleiben? Und wir haben da gerade diesen Lederladen gesehen. Und wir finden das seltsam. Das sind ja an sich Häute von Lebewesen, ne? Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube. Ja? Okay, und warum sagt das gemacht? Also ich meine, ich denke mal, die Lebewesen haben nicht so viel davon, ne? Der Pelz vielleicht nicht so. Der Pelz oder das Lebewesen? Ja. Wenn man seine Haut übernimmt, würde ich jetzt von meiner eigenen Erfahrung sagen. Das wird nicht so angenehm sein. Warum macht man das denn dann eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich meine, da werden ja auch Lederschuhe. Das ist ja scheiße. Nein, wir mögen auch keine Pelze. Warum macht man das? Ja, ist eine gute Frage. Ich denke, reiche Leute mögen gerne schöne Sachen tragen. Und die sagen auf einmal, Pelz ist jetzt schön. Achso, also würden Sie auch Menschenhaut tragen? Ich? Ja. Oder die Reichen? Sie und die Reichen. Ich glaube, wenn es richtig gemacht wird, würden die soweit gehen, Menschenhaut tragen. Und warum macht man das? Also, ich verstehe das nicht so ganz. Wir sind auch vom Mars, wir verstehen es auch nicht. Achso. Wie, so ist es? Wir verstehen es auch nicht. Warum trinken wir schöne Pelze? Wir gehen weiter. Dann noch schöne Heimreise, ne?